Hexen haben einen spitzen Hut auf, fliegen auf einem Besen, können zaubern und machen geheimnisvolle Rituale. Rituale gibt's wie Sand am Meer. Bekannt sind Hexen vor allem aus Märchen und Legenden. Aber es gibt auch heute Menschen, die sich so bezeichnen. Sie unterscheiden sich zwar von Hermine Granger und Co., aber auch sie führen Rituale durch. Als Kulturwissenschaftlerinnen interessiert uns, was moderne Hexen tun und welche Rolle Rituale für sie spielen. Rituale sind für mich ein Mittel, um mich selbst in einem gegebenen Kontext zum Ausdruck zu bringen. Gleichzeitig kennen wir Rituale auch aus unserem Alltag. Versucht ihr, alle Kerzen auf eurem Geburtstagskuchen auf einmal auszupusten? Oder habt ihr bei Klausuren einen Glücksbringer dabei? Welche Bedeutung Rituale haben und wie sie funktionieren, das schauen wir uns in diesem Film an. Weil Rituale sind nicht nur für Hexen wichtig. Wir wollen euch zeigen, wie man das Thema Hexentum kulturwissenschaftlich bearbeiten kann. Zuerst haben wir uns gefragt, was sich Menschen unter Hexen vorstellen. Die Hexe aus dem Märchen, also ich glaube, sie hat einen Hexenhut, die kann fliegen, es gibt einen Besen, genau, es gibt den Hexenbesen und die kann halt zaubern. Wenn ich an Hexen denke, denke ich an rote Haare, Hexenverbrennung, dass die Leute Angst vor denen hatten, dass es sehr verhasst war damals. Also als erstes denke ich, glaube ich, mal an die Hexenverfolgung im Hochmittelalter, soweit ich weiß. Vielleicht denkt man irgendwie noch so an einen Film oder sowas. Das ist ja dann eher die schöne Variante. Rote Haare, Besen oder Zauberei à la Harry Potter. Inwiefern haben diese Bilder etwas mit Menschen zu tun, die sich in der Gegenwart als Hexe bezeichnen? Was ist das Hexentum eigentlich? Und was genau machen moderne Hexen? In der Kulturwissenschaft suchen wir die Antworten auf solche Fragen bei den Menschen selbst. Sie sind die ExpertInnen für ihr Leben und ihren Alltag. Wir haben uns mit Etain getroffen, die sich als Hexe bezeichnet. Hallo, ich bin Etain. Ich bin Vorsitzende der PFI Deutschland. Das ist ein Verein, der sich mit Paganismus beschäftigt und Paganismus in Deutschland bekannt machen will. Paganismus oder Heidentum waren ursprünglich Bezeichnungen von christlichen Menschen für nichtchristliche Religionen. Heute sammeln sich darunter sehr viele unterschiedliche Glaubensrichtungen, die zum Beispiel Bezüge zur keltischen, germanischen oder nordischen Mythologie haben. Gemeinsam ist ihnen die Verbundenheit mit der Natur und der Glaube an eine oder mehrere Gottheiten. Der Paganismus ist also sehr vielfältig. Wir beschäftigen uns hier mit dem Hexentum, das zum Paganismus zählt. Ich bin selbst auch Pagan, würde ich sagen. Ja, ich würde mich im weitesten Sinne auch als Hexe bezeichnen. Aber das ist nur eine Rolle von vielen, die ich habe. Im Großen und Ganzen bin ich ich. In der Kulturwissenschaft schauen wir uns an, was Menschen tun und uns interessiert, wie sie das selbst beschreiben. Von Etain wollten wir wissen, was machen moderne Hexen denn so? Es ist ganz schwierig, pauschal etwas zum Hexentum zu sagen, weil jede pagane Form ihre eigenen Richtlinien hat und auch jede Hexe ihre eigenen Regeln und ihre eigenen Sichtweisen hat. Im Paganismus gibt es für viele die sogenannten Jahreskreisfeste. Das sind Feste vergleichbar mit Weihnachten und Ostern. Große Feste, die man gerne gemeinsam feiert. Was ich mache, ist, dass ich meine Überzeugung, meine Lebensphilosophie in jede meiner Handlungen versuche reinzubringen. Dazu gehören auch Rituale, die ich in bestimmten Abständen und so wie ich das Gefühl habe, dass ich sie brauche, dann eben durchführe. Wie der Alltag einer Hexe aussieht, ist also ganz individuell. Glaube und Sinnsuche sind etwas sehr Persönliches und lassen sich schwer beobachten. Sichtbar wird das Hexentum aber durch Rituale, sowie andere Glaubensformen oder Religionen auch.
Wir durften Etain zu einem Ritual begleiten, in dem es um Dankbarkeit geht. Diese Forschungsmethode nennen wir teilnehmende Beobachtung. Dabei geht es darum, mitzuerleben und zu verstehen, was Menschen tun. Das Ritual werden wir so machen, dass wir eben erstmal eine Grundlage schaffen, die Grundlage für unser Mandala eben reinigen, gucken, dass da möglichst wenig Grundmaterial außer der Erde selbst da ist. Anschließend gucken wir uns einfach um, schauen, was wir denn vorfinden, was uns so umgibt, ohne dabei die Natur zu beschädigen. Und wenn wir die Materialien finden, die uns gefallen, dann legen wir das so, wie es unser Gefühl uns diktiert, also auch nicht nach irgendwie einem Schema. Genau, während wir das legen, unterhalten wir uns. Also es ist nicht so, dass wir da jetzt in stiller Andacht, jeder für sich da arbeitet, sondern wir unterhalten uns dabei, drücken unsere Dankbarkeit, unsere Gedanken aus, die uns gerade bewegen. Und die können das ganze Leben betreffen. Mich regt es zum Nachdenken an. Ich beschäftige mich dann mit Themen, die sich mir da entgegendrängen. In dem Fall weiß ich, es ist Efeu. Diese ganzen Verzweigungen, das sind so die Möglichkeiten, die einem im Leben offen stehen. Und das Efeu macht mir zum Beispiel jetzt bewusst, egal welche Abzweigung ich nehme, irgendwo lande ich dann schon. Wie man sich entscheidet, es gibt kein richtig, kein falsch. Im Paganismus ist es so, dass wenn man einen Tempel errichtet hat, wenn man fertig ist, bauen wir unsere Tempel wieder ab und machen den Platz frei für jemanden, der den Weg gehen will. Teilnehmende Beobachtung bedeutet auch, eine Distanz zum Miterlebten einzunehmen und es kulturwissenschaftlich zu betrachten. Inwiefern war das, was wir mit Etain gemacht haben, ein Ritual? Dazu haben wir uns mit dem Kulturwissenschaftler Mirko Uhlich getroffen. Also mein Name ist Mirko Uhlich. Ich bin Professor an der Universität Mainz für das Fach Kulturanthropologie, Europäische Ethnologie. Wir wollten zunächst von ihm wissen, wie der Begriff Ritual kulturwissenschaftlich verstanden wird. Aus kulturwissenschaftlicher Sicht verstehen wir Rituale eigentlich als Handlungen, als Handlungskomplexe. Wir haben also einen Anfang, wir haben ein Ende und die verfolgen ein Ziel. Und das ist noch ganz wichtig, Rituale arbeiten mit Symbolen, mit symbolischen Objekten, mit einer symbolischen Sprache. Symbolisch bedeutet hier, dass das Ritual auch noch auf etwas anderes verweist. Etwas, das man allein durch die Beobachtung gar nicht erkennen kann. Das lässt sich gut an einem alltäglichen Beispiel erklären. Wenn du die Kerzen auf deinem Geburtstagskuchen auspustest, geht es nicht nur darum, dass du dann endlich den Kuchen essen darfst. Die Kerzen symbolisieren das Lebensalter und das Auspusten zeigt den Übergang in einen neuen Altersabschnitt an. Beim Dankbarkeitsritual mit Etain war das Efeublatt für sie ein Symbol für die unterschiedlichen Wege, die sie gehen könnte. Laut kulturwissenschaftlicher Ritualtheorie ist ein Ritual außerdem in drei Phasen gegliedert. Das kann man ebenfalls gut am Beispiel Geburtstag erkennen. Also es gibt erstmal die Ablösung, dann gibt es so einen Schwellenzustand, in dem man verwandelt wird, und dann gibt es wieder die Integration. So, was hat das jetzt mit dem Geburtstag zu tun, wenn jetzt das Kind morgens aufwacht, ja, und weiß, es hat Geburtstag und sich freut? Dann ist das vielleicht schon so diese Ablösungsphase, weil es weiß, ich bin jetzt nicht mehr 8 oder 9. Dann kommt es sozusagen durch diese Technik, was weiß ich, jetzt vielleicht so in diese Übergangsphase, wo es noch nicht so ganz klar ist, ja, bin ich jetzt schon älter, gehöre ich jetzt vielleicht irgendwie anders in meine Familie rein, habe ich jetzt neue Aufgaben und wie auch immer. Und dann kommt das, diese Handlung, und dann auf einmal wird man dann gefeiert und dann wird man wieder reintegriert in seine Familie, kommt also wieder zurück zu seiner Gruppe, hat aber vielleicht auch eine neue Rolle. Auch das Dankbarkeitsritual hatte so einen Ablauf. Erst haben wir den Boden gereinigt, dann haben wir Stück für Stück ein Muster aus Materialien gelegt, die wir im Wald gefunden haben, und am Ende haben wir den Tempel, wie Etain das genannt hat, wieder abgebaut.
Die Struktur des Rituals bietet Orientierung, gerade wenn man sich mit aufwühlenden, persönlichen Themen beschäftigt. Außerdem vermittelt das Ritual zwischen einem Davor und einem Danach. Man fühlt sich am Ende wahrscheinlich anders als am Anfang. Wir haben eben nicht nur ein schönes Mandala gelegt, sondern dabei auch Themen behandelt, die uns gerade beschäftigen. Diese Veränderungsfunktion von Ritualen beschreibt auch die Kulturwissenschaftlerin Viktoria Hegner. Sie hat in ihrer Studie Hexen der Großstadt moderne Hexen in Berlin begleitet. Viktoria Hegner sagt, Rituale zählen zu den stärksten magischen Momenten in der Hexenreligion, in denen man gemeinschaftlich auf die göttliche Kraft einwirkt, um Veränderungen in sich selbst und in der Welt zu bewirken. Das sieht auch Etain so. Ja, Rituale sind dazu da, dass sie entweder einem Raum geben für Emotionen, zum anderen kann man aber auch Wünsche oder eben Hoffnungen, Erwartungen, alles, was so einen beschäftigt, kann man damit verarbeiten. Es hat einfach einen gesetzten Rahmen. Man bettet das quasi in so ein Ritual ein und dann kann man das auch für den Moment gut sein lassen. Am Ende unserer kulturwissenschaftlichen Erkundung können wir festhalten, im modernen Hexentum, wie in anderen Religionen auch, suchen Menschen nach Sinn und Orientierung. Sie wollen mit persönlichen Herausforderungen umgehen, ihr Leben reflektieren und darauf einwirken. Dabei sind Rituale wichtig. Rituale haben eine feste Struktur und sind mit Bedeutung aufgeladen. Vor allem helfen sie bei Übergängen und können Sicherheit und Orientierung geben. Das sehen wir nicht nur im religiösen Bereich, sondern auch überall in unserem Alltag. Was gibt es in eurem Leben für Rituale? Vielleicht entdeckt ihr in eurem Alltag ja noch welche, die euch vorher gar nicht bewusst waren.